Die Linke Baden-Württemberg hat heute ihre erste Landesvorstandssitzung des neu gewählten Vorstandes. Der wurde gewählt auf dem Landesparteitag von vor 2 Wochen. Heute ist der 31. Juli. Und ich habe ein paar Stimmen eingefangen, oder ich werde ein paar Stimmen einfangen darüber, wie die Leute die Sitzung hier empfinden, welche Erwartungen das sie haben und wie es weitergeht. Heute ist die konstituierende Sitzung des Landesvorstands. Christoph, was erwartest du? Viel Arbeit. Okay, und was genau? Ja, zum einen Beschäftigung natürlich mit der Landespolitik. Das Rausarbeiten, warum die Linke in Baden-Württemberg eine starke politische Kraft ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich die Aufgabenverteilung im Landesverband. Wer macht was im Vorstand, wer macht was im geschäftsführenden Vorstand. Das ist ganz spannend. Und natürlich erwarte ich mir mehr Infos über die Schwerpunktsetzung im nächsten Halbjahr. Aber ich erwarte mir, dass die Zusammenarbeit zwischen Landesvorstand und Geschäftsstelle weiterhin so toll und positiv bleibt, wie sie bisher war. Das war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Ja, ich denke, wir werden uns in irgendeiner Form auch auf die Volksabstimmung vorbereiten müssen, die wohl stattfinden wird im November. Vielleicht auch ein bisschen später. In jedem Fall werden die Kreisverbände sich da in irgendeiner Form vorbereiten müssen, auch in der Bündnisarbeit vor Ort, wenn viele Veranstaltungen stattfinden. Ich erwarte ein starkes Engagement mit Stuttgart 21. Dass er weiterhin gute Arbeit macht, dass er sich zu den Problemen im Land positionieren wird und der bestehenden Politik hier in Baden-Württemberg Paroli bieten wird. Okay. Sabine? Das, was die Susanne gesagt hat, stimme ich natürlich zu. Und ich erwarte mir heute dann Arbeitsaufteilung, Aufgabenverteilung, sodass wir dann nach der Sommerpause gut losstarten können. Also ich bin ja Sprecherin der LRG selbstbestimmt. Der Behindertenpolitik, natürlich möchte ich zum einen die behindertenpolitischen Themen im Landesvorstand vertreten und zum anderen bin ich Kreisvorsitzende einer ländlichen Region und möchte ganz einfach die Themen, die auf dem breiten Land sind, im Landesvorstand vertreten. Dort auch Themen, die eben spezifisch für den ländlichen Raum und die Region wichtig sind, zum Beispiel das Klientel der ländlichen Bevölkerung einfach im Landesvorstand stärker vertreten. Christoph Karnides, du bist ja der Landesschatzmeister von der Landespartei. Wir werden vom Wirtschaftsprüfer immer gelobt, weil wir so ordentlich wirtschaften. Wie sieht es aus mit den Finanzen? Naja, die Finanzen sind geordnet. Unser Hauptproblem ist nicht das Geld, aber die Aktivitäten der Landespolitik. Es ist noch nichts an den Finanzen gescheitert, was wir tun können, aber wir müssen sicherlich noch uns überlegen, was wir an verschiedenen Aufgabenstellungen tun und dann werden wir es auch finanzieren können. Okay, es gibt in der letzten Zeit die Aussage, dass aufgrund des Mitgliederschwunds wir in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Wie sieht es da in Baden-Württemberg aus? In Baden-Württemberg ist das nicht der Fall. Diese Aussagen in Bezug auf die Mitgliederentwicklung bezieht sich hauptsächlich auf die Ostlandesverbände, die in der Tat eine ganz andere Altersstruktur haben und wo in der Tat ein Großteil der Mitgliedsbeiträge von Mitgliedern über 60 Jahren gezahlt werden. Und da muss die Gesamtpartei was überlegen, wie sie diese Mitgliederentwicklung, die absehbar ist, ausgleichen will durch neue Mitglieder und auch durch andere Strukturen der Finanzorganisation. Mhm. Christoph, das war heute die konstituierende Sitzung des neuen Landesvorstands. Wie bist du zufrieden mit dem neuen Landesvorstand? Naja, man kann ja noch nicht viel sagen über die Arbeit des neuen Landesvorstands, aber es war auf jeden Fall ein guter Auftakt. Bernd Rixinger, frisch wiedergewählter Landesvorsitzender der Partei Die Linke in Baden-Württemberg, heute bei der ersten konstituierenden Sitzung des Landesvorstands. Bernd, was erwartest du von der heutigen Sitzung? Ja, ich freue mich auf die Arbeit im neuen Landesvorstand. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Gremium. Wir werden einige Weichenstellungen vornehmen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, heute das landespolitische Büro zu bilden. Und ich hoffe, dass es gelingt, dass wir ein Konzept für die Öffentlichkeit Arbeit verabschieden und dass wir die eine oder andere Kampagne auf den Weg bringen, die wir die nächsten 1-2 Jahre machen werden. Ich bin ganz optimistisch, dass die Landespartei gut dasteht und auch nach
einem erfolgreichen Landesparteitag nach vorne bringt. Ja, der Landesparteitag, wie empfandest du diesen Landesparteitag, also als Vorsitzender? Es war doch überraschend, wie geschlossen die baden-württembergische Linke ist. Sie hat sehr konstruktiv die Wahlniederlage aufgearbeitet, die richtigen Schlüsse gezogen und sie setzt auf Kontinuität. Ich glaube, es gibt wenige Landesparteien, die nach so einem Wahlergebnis so konsequent nach vorne blicken. Als ich in diesen Partei eingetreten bin, war für mich der Grund, dass in der Politik hier in Deutschland eine richtige Partei, dass der Politikwechsel anstrebt. Und ich habe auch vorher den Parteiarbeit auch ein bisschen verfolgt. Ich bin jetzt mal bestätigt worden durch diese erste Sitzung Landesvorstand hier, dass die Genossinnen und Genossen hier, die sind wirklich alle kräftig daran interessiert und bemüht, dass wir eine glaubwürdige und konsequent starke sozialistische Partei weiter antreiben. Und das habe ich diesen Eindruck, dass die alle Genossinnen und Genossen sind bemüht. Ein Benzin in mir ist das Frage. As blind as I can be.